Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Herzlich willkommen zum nächsten Einheit unter Lupe, diesmal im ganz gewohnten Format. Diesmal haben wir für euch die B2 Superkampfdruiden, die zweite Core-Einheit der Separatisten-Allianz. Und da gehen wir einmal durch und zeigen euch die Stärken und Schwächen der Einheit. Also, seid gespannt. Gut, wir haben jetzt die zweite Core-Einheit der Separatisten, die B2 Superkampfdruiden. Wenn wir uns einmal die Einheitenkarte angucken, sehen wir, dass die Einheit mit drei Modellen startet, was erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist für eine Korpseinheit. Die startet ja in der Regel mit vier, wenn man mit den B1-Druiden guckt, mit sechs Modellen. Das wird hier dadurch erklärt, dass die guten B2 Superkampfdruiden zwei Lebenspunkte daher haben. Also kommen wir da halt auch schon quasi auf sechs Lebenspunkte für die ganze Einheit, für jedes Modell. Wir haben einen Preis von 48 Punkte, mit dem wir starten, und Moral 2 mit einem üblichen weißen Verteidigungswürfel. Wir haben gar kein Convert, weder offensiv noch defensiv, was natürlich erstmal eine kleine Abschreckung ist. Gerade weil nur ein weißer Verteidigungswürfel dabei ist. Wir haben eine klassische Bewegung von 2. Wir haben einmal im Nahkampf unbewaffnet mit einem schwarzen Würfel, wie man es sonst auch von den anderen Truppler-Einheiten kennt. Und wir haben die Armkanonen auf Reichweite 1 bis 2 mit einem schwarzen und einem weißen Würfel. Als Sonderregel haben wir natürlich KI, wie man es halt von allen Druideneinheiten soweit kennt. Wir haben KI-Angriff. Wie bei den B1-Druiden. Falls möglich, muss deine erste Aktion ein Angriff sein, es sei denn, du hast einen offen ausliegenden Befehlsmarker. Diese Sonderregel zieht sich ja quasi durch die gesamte Separatisten-Armee halt durch, wie ein roter Faden, und ist natürlich erst einmal ein Nachteil. Wenn wir schon über die B1-Druiden gesprochen haben, kann man natürlich da das halt gut negieren, weil man ja wirklich Möglichkeiten hat, Befehle ganz großzügig zu verteilen durch die Koordinieren-Sonderregel der B1-Druiden. Hier fällt aber natürlich auch, die B2-Superkampf-Druiden haben kein Koordinieren, das heißt, sie selber sind jetzt nicht wie die B1-Druiden eine Möglichkeit, um noch mehr Befehle zu generieren, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Deswegen kann halt die KI-Angriffsregel durchaus eine Rolle spielen bei dieser Einheit. Aber da kommen wir dann später, wenn wir ein bisschen über die Einheit noch genauer sprechen und wie man sie anbringen kann, reden wir noch ein bisschen drüber. Als zweite und sehr wichtige Sonderregel ist die Panzerung 1 auf dieser Einheit. Solange du verteidigst, negierst du bis zu einem Trefferergebnis. Ist halt quasi eine schwache Panzerung, wie man es ähnlich schon von dem Dubek kennt oder von den Landspeeder oder ähnliches. Das negiert quasi ein bisschen die sonst sehr schwache Verteidigung bei den Superkampfdruiden. Einfach weil ein weißer Würfel ohne Convert erst einmal doch bedeutet, dass die Einheit sehr leicht umfallen kann. Da können auch die ganzen Lebenspunkte das quasi nicht negieren. Aber durch die Panzerung 1-Regel, gerade wenn man dann ein bisschen tricky ist mit Deckung ausnutzen und sowas, ist wirklich eine ganz gute Sache auf der Einheit. Zusätzlich können wir noch eine schwere Waffe, ein Extra-Truppler und ein Comms-Upgrade auf der Einheit benutzen. Dann kommen wir auch schon zur ersten schweren Waffe oder zur ersten schweren Waffenoption, die man im Trupp hat. Das ist der B2-ACM-Truppler für 26 Punkte. Hat auch, wie die anderen Truppler, Reichweite 1 bis 2 mit drei roten Würfeln. War schon erstmal eine deutliche Ansage. Drei rote Würfel ist wirklich viel Output auf so eine Einheit. Gerade wenn man überlegt, wenn man jetzt eine klassische Vierertrupp spielt mit drei normalen Trupplern und dann dieser schweren Waffe, hat man im Angriff drei rote, drei schwarze und drei weiße Würfel, was dann ungefähr dann einem AT-ST-Angriff entspricht. Und das auf so einer Truppler-Einheit, klar, nur auf Reichweite 2, das ist der große Nachteil bei der Einheit. Aber es ist auf jeden Fall erst einmal, klingt nach einem sehr starken Angriffspool, den man da bilden kann. Die Waffe hat natürlich den Vorteil, dass sie sehr gut mit dem Trupp halt synergiert.
Sie hat die gleiche Reichweite wie der Trupp, das heißt, der KI-Angriff ist nicht ganz so schlimm, dadurch, dass man halt nicht gezwungen ist, wenn man keinen offenen Marker hat, auf einer höheren Reichweite irgendwie eine Waffe zu benutzen. Das ist halt recht nützlich und macht die Waffe, finde ich, erst einmal zur ersten Auswahl bei einem Trupp, über die man nachdenken kann. Aber wir haben noch eine zweite, auch gute Option, die gucken wir uns gleich dann mal als nächstes an. Als nächstes haben wir nämlich den B2HA-Truppler. Wie gesagt, die zweite schwere Waffe für 32 Punkte. Auch hat Reichweite 2 bis 3, zwei rote Würfel und einen weißen, also einen etwas schlechteren Würfelpool und wird getappt. Aber dafür kriegen wir für ein paar mehr Punkte eine extrem lange Reihe an Sonderregeln. Als erstes haben wir Explosion, also ignoriert man Deckung. Eine der stärksten Sonderregeln, die man haben kann auf so einem guten Output-Trupp, sage ich mal. Wir haben die neue Sonderregel Zyklus. Falls du am Ende deiner Aktivierung diese Karte nicht verwendet hast, mache sie spielbereit. Das macht einfach das Tappen quasi ein bisschen attraktiver, dass wenn man die Waffe benutzt hat, sie sich quasi nach einer Runde automatisch nachlädt. Ist, denke ich, eine ganz sinnvolle Sache und damit muss man halt nicht eine Erholaktion verschwenden, um die Einheit noch weiter zu spielen. Und als letztes hat die Waffe auch noch Wucht 2, sodass sie auch eine ernstzunehmende Bedrohung ist gegen Fahrzeuge, die man dann hat. Ja, alles in allem 32 Punkte für eine potenziell sehr starke Waffe. Wenn ich halt beide Modelle vergleiche, fällt mir halt einmal aber auf, dass diese Waffe Reichweite 2 bis 3 halt hat. Das heißt, potenziell kann die KI-Sonderregel doch ein etwas größerer Nachteil sein bei der Einheit. Sollte irgendwie der Befehlsmarker nicht auf die Einheit halt liegen und dann eine gegnerische Einheit in Reichweite 3 halt stehen, dann muss man mit der Waffe alleine auf den Trupp schießen. Was zwar auch okay ist, weil die Waffe hat natürlich Explosion und kann halt Schaden machen trotzdem, aber man verliert natürlich gewaltiges Potenzial. Ebenfalls ist eine Minimalreichweite oft schwierig auf so einer Einheit, die ja generell doch nah ran möchte. Somit gibt man dem Gegner halt da ein bisschen Möglichkeit dagegen zu arbeiten. Deswegen halt gerade wegen der großen KI-Nachteil sehe ich halt eher den B2ACM-Truppler als schwere Waffe, die man eher spielen sollte. Außer man hat halt wirklich, man kann das in seiner Armee so planen, dass man, wenn man die B2 spielt mit dem HA-Truppler, dass man immer einen Befehl auf die raufkriegt, wenn es halt sein muss. Und man möchte zusätzlich vielleicht noch ja, ein bisschen Impact mit haben in seiner Armee, was ja auch oft schwierig ist. Und wenn man da quasi ein bisschen einen Kompromiss finden möchte, dann kann man schon den B2HA-Truppler greifen. Gerade wenn man vielleicht nur eine Einheit von B2 ist mitten in seiner Armee, dann ist es ja meistens relativ gut zu gewährleisten, dass die immer einen Befehl hat. Deswegen kann man dann schon halt nehmen, sollte man die Einheit aber eher unabhängiger von der Armee ja, befehlen lassen wollen oder vorgehen lassen, dann würde ich eher zum B2ACM-Truppler greifen. Als zusätzlich können wir natürlich noch einfach einen zusätzlichen B2-Superkampfdroiden mitnehmen. Ja, 16 Punkte ist natürlich ein relativ teurer Zusatztruppler, hat natürlich auch zwei Lebenspunkte, womit man, wenn man dann auch eine schwere Waffe reinnimmt, auf einmal mit 10 Lebenspunkten daherkommt, was einfach eine sehr, sehr große Anzahl an Lebenspunkten ist, die auch noch mit Panzerung 1 daherkommen. Kann man drüber nachdenken. Potenziell sehe ich aber den Extratruppler, gibt mir auf einer Seite einfach ein paar mehr Nachteile in dem Trupp. Ich komme halt nur mit vier Modellen daher, wenn ich die schwere Waffe noch mitnehme. Und da das fünfte Modell noch unterzubringen, hat aufgrund der Deckungsregeln einfach ein paar Nachteile. Da gehen wir halt gleich nochmal drüber, wenn ich ein bisschen was zur Einheit zeigen möchte, euch hier mit den Figuren am Tisch. Aber ja, klar. Mehr Lebenspunkte sind immer gut und wenn man die Punkte übrig hat, immer gerne, kann man drüber nachdenken. Aber prinzipiell fällt der Zusatztruppler wie bei vielen anderen Sachen auch für mich noch mehr drunter als bei anderen Einheiten, einfach weil man da sich einen kleinen Nachteil halt mit einbaut zusätzlich. Als letztes haben wir halt auch noch einen Kommunikationsslot. Ich sag mal, da kann man vor allem drüber sprechen, wenn man halt Verbindung zum Hauptquartier mitnehmen möchte.
einfach, gerade wenn man vielleicht den B2HA-Truppler nimmt, um die KI-Sache halt noch mehr zu negieren. Klar, das sind auch noch mal 10 Punkte, was einfach nicht günstig ist. Und in der Regel, wenn man es schafft, mit der guten Koordinieren Sonderregel von dem B1 und zusätzlich auch von den Steps oder von dem AAT mit dem Pilotenpanzer halt das so ein bisschen zu negieren mit den Befehlen, dann ist die Verbindung zum Hauptquartier wahrscheinlich ein bisschen verschwendet auf der Einheit. Deswegen braucht man es wahrscheinlich halt da nicht, aber wenn man die unabhängig vom Rest der Armee spielen möchte, ist das vielleicht auch eine Option, über die man nachdenken kann, wenn man die 10 Punkte halt noch findet. Insgesamt haben wir eine relativ teure Core-Einheit, gerade wenn man es mit den doch sehr günstigen B1-Druiden vergleicht. Jetzt, wenn man nur mit von den schweren Waffen halt hergeht, hat man, wenn man den B2 ACM-Truppler mitnimmt, für 74 Punkte die Core-Einheit gefüllt und mit dem BH2 HA-Truppler für 80 Punkte. Das ist halt eine gute Ansage, gerade wenn man halt sonst standardmäßig einen B1-Squad mit schwerer Waffe um die 54 Punkte kostet. Deswegen muss es natürlich erst einmal irgendwie einen Grund geben, warum man die Einheit mitnehmen möchte. Auf dem Papier wirkt sie erstmal ein bisschen schwach. Aber wenn man sie halt anbringen kann, wenn man halt weiß, wie man sie gut bewegt, dann hat die einfach ein Offensivpotenzial, wie ich eben gesagt habe, das ähnlich dem ist eines ATSCs. Wenn man dann auch noch mit möglichen Energiemarkern halt auf der Einheit auch noch rumspielt, wird sie defensiv auch noch einmal haltbarer und kann auch offensiv mehr Schaden machen. Ja, deswegen sehe ich sogar die B2 als eine wirklich stärkere Core-Einheit, die man fast immer mitnehmen sollte bei den Separatisten. Einfach weil sie eine der wichtigen Kriterien erfüllt, die eine Core-Einheit zurzeit für mich halt braucht, ins da ausleachen. Sie schafft es halt, potenziell auf einmal so viel Schaden an Gegner ranzubringen, und das in einem Zeitpunkt im Spiel, wo halt hoffentlich schon der Gegner ein bisschen Einheiten und Modelle verloren hat. Und dann ist so eine Einheit relativ haltbar, dann auch mit Panzerung 1. Und im klassischen Gunline-Fight, sind B1-Druiden halt gegen jetzt Short Trooper oder halt auch Klone halt auch ein bisschen benachteiligt. Und da kann halt so eine, sage ich mal, Brechereinheit in Form der B2-Einheit wirklich noch ein bisschen das Los zum Gunsten der Separatisten halt quasi ziehen. Gerade wenn man noch einen Grievous oder Dooku in der Armee hat, so also einen sehr offensiven Charakter oder einen sehr kontrollmäßigen Charakter, der den Gegner auch gut ablenken kann. Gut, dann möchte ich mal ein bisschen halt was, wie die Einheit sich quasi auf dem Tisch spielt, ein bisschen drüber reden. Ganz wichtig, was ich schon kurz angeschnitten hat, ist quasi der Vorteil, dass die Einheit nur aus 4 Modellen besteht. Das bedeutet halt im Endeffekt, in Star Wars Legion hat man Deckung, sobald die Hälfte des Trupps verdeckt ist von Gelände. Das macht es bei 4 Modellen natürlich relativ einfach, weil nur 2 Modelle Deckung haben müssen, damit der ganze Trupp Deckung hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier hinter der Kiste Deckung haben möchte, kann man 2 Modelle hier ein bisschen hinterstellen. Das andere Modell kann woanders stehen und schon hat man relativ einfach Deckung. Und klar, Deckung ist bei jeder Art von Truppleinheit immer ein ziemlich wichtiger Schritt in Star Wars Legion. Aber gerade bei solchen Einheiten, die eher einen schlechten Safe haben, ist die Deckung halt nochmal viel wichtiger. Und was jetzt die Deckung nochmal besser macht bei den B2-Droiden, ist einfach, dass durch die Panzerung quasi zusätzlichen Treffer negiert wird. Also sollte die Einheit in schwerer Deckung stehen, werden 2 Treffer durch die schwere Deckung negiert und ein dritter Treffer durch die Panzerung. Das heißt, da müssen erstmal 4 Treffer bei irgendeinem Pol drumherum kommen, bevor die Einheit den Safe machen muss. Außer natürlich kritische Treffer, die gehen natürlich durch Deckung, Panzerung durch. Aber gut, das ist dann natürlich bei allen Truppler-Einheiten so. Und sollte die Einheit dann auch noch einen Energiemarker haben, ist sie defensiv auf einmal dann doch ein bisschen haltbarer, dass sie dann doch mal ein Safe schaffen kann. Und dann kommen die 8 Lebenspunkte, die so eine Einheit hat, wirklich gut zum Tragen. Deswegen muss man halt wirklich gucken, dass man halt immer schön die Formation halt ausnutzt.
bei diesen Einheiten hier, diese gute Einsatzschablone, um halt potenziell halt immer es irgendwie hinkriegt, dass die Modelle von den verschiedensten Winkeln halt immer Deckung haben beim Gegner. Vom Gegner aus, je nachdem, wo der Gegner dann natürlich stehen würde. Das ist halt erstmal immer das Erste, was wichtig ist bei dieser Einheit. Was generell natürlich in Star Wars Legion halt sehr wichtig ist, aber gerade bei solchen Einheiten, die halt etwas kürzere Reichweiten haben, ist halt genau zu wissen, was die Reichweite bedeutet, die man hat. B2-Druiden haben erst einmal mit ihren normalen Waffen Reichweite 2. Das heißt, sie können, wenn sie sich bewegen und schießen, ja, ungefähr auf Reichweite 3 schießen, da eine Zweierbewegung circa ein Reichweitenstab ist. Das heißt, potenziell hat man eine Bedrohungsreichweite von 3 Stäben, also umgerechnet 18 Zoll ungefähr. Das ist natürlich sehr wichtig für die Planung von so einer Einheit. Es ist unwahrscheinlich, also es ist halt schwierig, die Einheit einfach hinzustellen und zu sagen, okay, ich marschiere jetzt auf den Gegner zu, wenn er auf der anderen Seite steht, und komme dann irgendwann an und dann ist gut. Ja, die Einheit ist einfach defensiv nicht so stark, dass sie viele Schüsse ab kann. Und sie hat dann doch ein relativ großes Fadenkreuz, sodass man halt vor allem gucken muss, wo stehe ich wann, damit ich möglichst wenig beschossen werden kann. Was ich damit halt ausdrücken möchte, ist, man muss halt ein bisschen planen auch mit der Einheit. Wir haben ja eben gesagt, eine Zweierbewegung von einer normalen Truppler-Einheit ist ungefähr Reichweite 1. Das heißt, wenn ich mich zweimal bewege, komme ich ungefähr Reichweite 2 weit, wenn ich so weit möchte. Wenn ich jetzt also quasi muss mein bisschen meine Bewegung so plane, dass ich mich von Deckung zu Deckung bewegen kann und dann in einer späteren Runde halt rauskommen kann und den Gegner bedrohen kann, dann funktioniert halt alles richtig. Prinzipiell, wenn wir jetzt, es ist natürlich alles ein bisschen gestellt, das Spielfeld ist jetzt sehr klein, weil ich auch nicht alles ausgebreitet habe, aber natürlich kann ich mir jetzt so planen, okay, ich kann mich hier jetzt locker hierhin bewegen, bis hierhin bewegen, ne, mit 2 Moves, kann relativ viele meiner Modelle hier hinter diesem Gebäude verstecken, sodass dann halt möglichst wenig gesehen wird, ne, mit hier meiner 1er Cohesion, und stehe so relativ sicher vor der gegnerischen Kloneinheit auf der anderen Seite. Dann kann ich mich halt nochmal bewegen in der nächsten Runde. Ich weiß ja ungefähr Reichweite 2, bis wo ich hinkomme. Okay. Bewege mich dann quasi hier in die nächste Deckung hinein und stehe da dann halt auch sicher. Einfach mal so gestellt. Und schaffe es dann, die Einheit ein bisschen zu verstecken, sodass sie sich relativ sicher über das Schlachtfeld bewegen kann, dann in der entscheidenden Runde rauskommt und möglichst viel Schaden anrichten kann. Solche Einheiten wie B2-Druiden sind halt möglichst gefährlich, so länger das Spiel halt dauert. Also wenn ich es schaffe, bis in Runde 3, 4 die Einheit gut am Leben zu halten, hat, wie am Anfang schon gesagt, der Gegner halt ein bisschen weniger Möglichkeiten, die Einheit noch mit seinen dezimierten Truppen halt wirklich anzugehen. Wichtig hierbei ist natürlich auch als Gegner und selber zu wissen, dass KI immer ein Problem sein kann. Also wenn eine Einheit halt auf einmal keinen offenen Befehlsmarker hat, dann muss sie als erste Aktion schießen. Deswegen ist es halt auch ganz wichtig, wenn man seine anderen Modelle platziert, dass die dann hoffentlich auch nicht den Gegner halt groß Sichtlinien ziehen können, sodass man auch als erste Aktion das machen kann, was man möchte. Sollte man jetzt zum Beispiel diese Einheit halt hier hinter dem Haus gestellt haben, aber ein Modell ein bisschen weiter außerhalb, so dass es hier die Klone sehen kann, müsste man als erste Aktion jetzt mit diesem einzelnen Modell auf den Gegner schießen und könnte in dieser Runde keine weitere Angriffsaktion machen. Deswegen, da kann die KI-Sonderregel wirklich ein großer, großer Nachteil sein. Und das kann auch einfach als Gegner ein großer Punkt sein, um es halt anzusetzen. Wenn ich jetzt halt sehe, okay, hier steht die B2-Einheit, ich bin hier mit meinen Klonen, und ich möchte einfach, dass die nächste Runde nicht so effektiv ist, bewege ich mich, stelle dann halt mit meiner Formation
irgendwie ein Modell hier so ein bisschen an die Seite. Den Rest verstecke ich dann halt wieder ganz gut, sodass das Modell hier außen nur von ein oder zwei Modellen des Gegners gesehen werden kann und die Einheit dann potenziell keinen offenen Token haben wird, muss die Einheit erste Aktion schießen mit nur ganz wenigen Modellen und kann nur auch nur ein Modell bei mir halt vom Spielfeld nehmen. Und damit ist die eine sehr teure Einheit von effektiv sehr gering gehalten worden. Ja, das ist halt immer ein wichtiger Schritt, wo man auch sowohl als Separatistenspieler als auch als Gegner darauf achten muss, um da einfach ein bisschen die KI-Regel des Gegners auszunutzen. Darauf kann man sich dann halt nächste Runde dann bewegen und die B2-Droiden halt selber überraschen. So ungefähr. Na, klar, das ist halt alles ein bisschen gestellt, aber die Möglichkeit muss man auf jeden Fall halt mal aufzeigen, was da so alles geht. Deswegen guckt euch am besten, wenn ihr halt so die B2-Droiden oder halt eine ähnliche Einheit halt spielt, die halt doch relativ nah ran geht. Okay, ich weiß, ich kann mich immer Movement 2 bewegen. Wo finde ich einen Weg, wo ich hoffentlich auch nicht verlangsamt werde vom Gelände? Wo kann ich stehen? Ne? Wo kann ich Ende der Runde stehen, wenn ich mich zweimal bewege? Und wo kann ich dann in der nächsten Runde stehen? Also, wo kann ich quasi mich mit Reichweite 4 hinstellen? Man muss halt quasi sichere Position auf diesem Weg finden, dass man ein bisschen von Gelände zu Gelände hüpfen kann und dann halt potenziell auch seine Modelle ein bisschen verstecken kann. Ist halt auch je nachdem, was für ein Gelände ihr halt zu Hause habt, schwieriger und leichter, die Modelle zu verstecken. Jetzt so bei so großen Gebäuden ist es natürlich meist ein bisschen leichter, da komplette Einheiten zu verstecken. Wenn ihr aber halt, keine Ahnung, mit Felsen oder ähnliches spielt, die ein bisschen dünner sind, dann ist das halt natürlich ein bisschen schwieriger. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen und das anpassen an euer Gelände, wo ihr es machen könnt. Prinzipiell die erste und wichtigste Regel, auch wenn ihr eure Modelle nicht ganz verstecken könnt, stellt eure Modelle so hin, dass die möglichst schwere Deckung haben, dass nicht eure schwere Waffe irgendwie einzeln rumsteht, dass die verwundet werden kann und deswegen man unnötig die schwere Waffe früh verliert. Und dann funktioniert das eigentlich alles. Gut, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen und hat euch die B2-Druiden ein bisschen näher gebracht. Ich selber bin halt ein großer Fan davon. Ich spiele sie sehr gerne. Gerne halt zwei Einheiten in einer Armee. Ich habe auch schon Listen geschrieben mit drei Einheiten. Ich finde sie einfach sehr, sehr cool. Man muss aber dazu noch als Fazit noch ganz genau sagen, man braucht immer noch B1-Druiden in seiner Armee. Diese Koordinierenkette, dass man halt ein bisschen Kontrolle in seiner Armee hat, ist einfach sehr wichtig. Gerade wenn halt noch die Tokens noch bunter werden, dass man auch noch Support mehr und mehr Special Forces und mehr Heavy und so mitnimmt, ist natürlich alles ein bisschen schwerer von dem Order Pool zu koordinieren. Aber trotzdem, das, was ich auf jeden Fall sagen möchte, die B2-Druiden sind relativ unabhängig von der Armee. Man kann sie gut irgendwie auf eine Flanke stellen und die können sich da auch erstmal alleine behaupten, wenn die dann von Gelände zu Gelände hüpfen können. Sind, der KI-Angriff ist auf Reichweite 2 halt kein großer Nachteil, wenn man es schafft, die Modelle richtig zu stellen. Und Paniken mit Moral 2 müssen sie auch erstmal nicht. Dann sind Druidentruppler, sie verlieren auch nicht einfach so Aktion, natürlich. Und das alles macht die Einheit halt schon wirklich sehr, sehr solide in meinen Augen. Für einen doch recht guten Preis. Gut. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.